Hi Leute der Sammlung hier und willkommen zu einem ziemlich speziellen Video. Wenn man The Division 2 mag, wenn man das Franchise mag und The Division 2 spielt, nach so langer Zeit noch, dann wird die eigene Geduld wirklich auf die Probe gestellt und viele Sachen prasseln immer wieder auf einen ein. Und ich möchte euch, beziehungsweise mit euch mal drüber reden, warum ich persönlich und auch viele andere, warum Division 2 noch gespielt wird, warum ich es spiele. Aber das Wichtigste vorweg, so ein paar andere Sachen möchte ich auch noch ansprechen. Das Wichtigste vorweg, ich habe es mittlerweile ziemlich gut im Griff, dass ich unnötige Kommentare, Bullshit und Hate ausblenden kann. Ich habe schon so einiges gehört, was mich persönlich angeht. Der ist doch von Ubisoft gekauft. Danke Ubi für den Fuffi, by the way. Ich würde nur Lob preisen und alles schönreden und so ein Bullshit. Dabei sollte man vielleicht einfach mal genauer hinhören, zwischen den Zeilen lesen und vielleicht sogar etwas respektvoller an die Meinung anderer Leute rangehen, ohne sich direkt in seiner eigenen Scheuklappensicht angegriffen zu fühlen. Nur das mal by the way. Natürlich schafft es Ubisoft Massive nicht, dem Franchise seit fast 10 Jahren sein wahres Potenzial zu entlocken. Und natürlich gibt es immer wieder Probleme, wo ich mit dem Kopf schüttel, die Hände vom Kopf zusammenschlage und immer wieder mal liebevoll und konstruktiv den Ellenbogen raushole, um Feedback abzugeben. Das kann man auch, und das gilt auch für euch, das kann man auch super über Twitter, per E-Mail oder auf deren Discord machen, also auf dem offiziellen Division Discord. Und auch klar ist, dass besonders die Vielspieler und Veteranen erster Stunde unter uns das Ganze noch kritischer betrachten. Mit jedem weiteren Update, das kommt, welches uns keinen wirklichen neuen Content bietet oder das Inventar nicht vergrößert, immer wieder das Gleiche zu machen über Jahre hinweg, kann mühselig werden. Und das ist auch absolut verständlich. Aber was gibt es da für Optionen? Und für mich persönlich gibt es da nur drei. Option 1, ich pausiere, bis wirklich neuer Content kommt. Option 2, ich warte auf den nächsten Teil. Wenn er denn wirklich kommt, so realistisch muss man sein. Denn bei Ubisoft schaut es gerade nicht so prickelnd aus. Oder Option 3, ich drehe mich um. Lass alles hinter mir und gehe meiner Wege. Und das schließt nicht mit ein, dass ich ständig immer weiter rumbrülle, alles schlecht rede und damit gewollt, ungewollt Hate schüre. Was natürlich für Spieler, die wiederkehren, oder für neue Spieler, denen überhaupt nicht hilft. Ne? Und das sollte man, beziehungsweise das sollte mit oberste Priorität sein. In Bezug auf Content Creation jetzt natürlich. Ne? Und wenn man, selbst irgendwie damit abgeschlossen hat, aber trotzdem die Vorzüge weiß und das reflektieren kann und unterscheiden kann, wenn jemand neu anfängt und was er alles noch vor sich hat. Ja. Was mich persönlich wirklich sehr stört, ist auch genau das. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, alles ist Kacke, das war's für mich, ich höre auf. Spielt das noch einer? Ne, ihr kennt die ganzen Spezialkommentare, nur um dann irgendwann doch zurückzukehren, doch wieder zu spielen und so zu tun, als wären die einst gesagten Worte nicht gesagt oder geschrieben worden. Absolute Doppelmoral, das kann ich nicht ernst nehmen. Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass wir vor einiger Zeit fast am Ende von Division 2 angekommen wären. Es sollte eingestellt werden, beziehungsweise nicht weiter betreut werden. Und nur uns ist es zu verdanken, dass trotzdem noch dran gearbeitet wird. Und wir von einem kleinen Team weiteren Content vorbereitet bekommen, und das nach fast 6 Jahren. Dabei möchte ich meine größten Kritikpunkte ansprechen, und das sind die fehlenden Herausforderungen, die wir haben. Ne? Also wir haben mehr als genug Damage im Spiel und fehlender Content natürlich auch eins der größten Sachen. Ich beneide da Wiederkehrer und besonders neue Spieler, die das alles zum ersten Mal wieder erleben dürfen und gefühlt Content ohne Ende haben. Da bin ich echt neidisch drauf. Aber der größte Kritikpunkt meinerseits ist der fehlende Loot-Aspekt im Looter-Shooter-Genre. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich das letzte Mal wirklich über Loot gefreut habe. 99,9% von dem, was droppt, wird direkt zerdrückt. Es fehlt die Loot-Spirale, das Erfreuen an neuer Power. Oh ja, hier ja, im Gameplay 1 muss ich noch einstreuen. Happy Halloween und so, ne? Besseren Stats etc., ihr wisst, was ich meine. Das Looten einer Exo aus speziellen Spielmodi wie Verlorenes Paradies oder den beiden Raids gehört zum Beispiel auch dazu. Sind aber die Ausnahme und nur ein Bruchteil vom Content, der im Moment verfügbar ist.
Ich habe die letzten Wochen mehrere kleine Charaktere hochgezogen und vor kurzem erst meinen allerersten Hardcore-Char angefangen. Und dort dieses Gefühl der Progression über den Loot, der droppt und die Fähigkeiten, die man freischaltet, die freigeschaltet werden, im Ansatz ein bisschen wiederbekommen. Und dort merkt man, wie sehr es im Hauptspiel einfach fehlt. Ich hoffe, dass sich Massive mit dem DLC da etwas mehr traut und uns vielleicht genau dieses Gefühl zurückbringt. Dieses Gefühl hätte zum Beispiel auch ein Season-Char gebracht, aber wie gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber es wäre halt ähnlich gewesen. Aber nun zur eigentlichen Frage, warum wird es noch gespielt und warum spiele ich es noch? Ja, Division 2 gibt mir ein Gun und Gameplay, das ich nirgendwo sonst bekomme. Geschuldet ist das natürlich auch der fehlenden direkten Konkurrenz, was natürlich Fluch und Segen zugleich ist. Die können sich quasi austoben, können machen, was sie wollen und niemand zeigt denen wirklich hier, guck mal, so geht es besser oder das macht Spiel X und Spiel Y besser, weil es einfach keine Konkurrenz gibt, keine direkte. Klar, das Looter-Shooter-Genre ist gut besucht, aber es gibt trotzdem bei weitem nichts, was an Division rankommt. Das Ganze fing bei mir schon mit Division 1 an. Die Atmosphäre, das Gameplay, der Looter-Shooter-Aspekt an sich, gepaart mit dem Setting, die haben mich direkt geflasht. Division 2 ist für mich ein Vorzeigespiel für Third-Person-Games. Vom Schulterwechsel hin bis zu den Animationen und dem Deckungssystem einfach immer noch top. Die vielen verschiedenen Gegnertypen, die unterschiedliche Herangehensweise erfordern und sehr viel Abwechslung in die Kämpfe bringen. Dabei gibt es keine nutzlosen Gegner, finde ich auch sehr, sehr geil, wenn ihr versteht, was ich meine. Jeder hat so seinen Platz und seine Stärken und Schwächen. Was ich auch extrem abfeiere, ist die Art und Weise, wie man seinen Charakter entwickelt und sein Bild baut. Gehört für mich immer noch zum Besten, was das Genre generell angeht. Für jeden Spielstil gibt es mehrere Möglichkeiten, was zu basteln, schier unendliche Möglichkeiten. Das ist echt krass, also da gibt nichts, was sich nichts bauen lässt. Wenn man irgendeine Idee im Kopf hat, lässt sie sich meist irgendwie realisieren und ist irgendwie für eine gewisse Art Content, ja, definitiv zu gebrauchen. Die Vielzahl an Spielmodi ist mittlerweile auch echt gut. Ja, ne, das Content-Problem für Veteranen mal außen vor gelassen. Es gibt für jeden etwas, gibt viele unterschiedliche Sachen, die man machen kann, ob solo, ob im Koop oder sogar mit 8 Leuten im erweiterten Koop. Ist auf jeden Fall viel drin. Für mich aber mit Abstand das Beste ist die Open World im Spiel. Riesig, extrem dynamisch durch die ganzen zufälligen Encounter, die man mit verschiedenen Fraktionen gleichzeitig haben kann. Man bekommt einen Konvoi in den Rücken, Rogue Agents laufen einem über den Weg etc. pp. Ihr könnt da auch einige Geschichten erzählen, während ihr in der Open World rumlauft. Da kann einfach so viel passieren. Auf der einen Seite ist es total ruhig, du siehst mal ein paar Gegner und auf der anderen Seite, ein paar Minuten später, bricht die Hölle aus. Also das ist echt mega geil. Und ich hoffe ja da, dass dort nicht nur im DLC, sondern auch wenn irgendwann mal eventuell in Division 3 dann wirklich erscheinen sollte, dass genau darauf auch aufgebaut wird. Und zu guter Letzt natürlich der Koop-Aspekt. Zusammen macht alles mehr Spaß als allein. Das gilt für fast alles im Leben und auch in der Gaming-Szene. Und in Division 2 macht das Spiel im Koop aber besonders Spaß. Die Skalierung stimmt. Wenn man sich abspricht, kann man sich super ergänzen und unterstützen. Und es gibt sogar extra Content für den Koop. Für mich persönlich gehört es einfach zu den besten Games, die ich je gespielt habe. Und nehme alles mit, was noch kommt. Denn etwas ist immer noch besser als nichts. So, und das war's von mir, Leute. Schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt und warum ihr immer noch dabei seid. Würde mich wirklich interessieren. Ich hatte einfach Bock, das so mal rauszuhauen. Ich finde, das ist wichtig, dass man ja, Sachen offen, ehrlich, authentisch anspricht und vielleicht sich mal ein bisschen mehr Gedanken macht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste dürfte das Feedback sein zum Special Report, kurz bevor die Seasons 2.0 startet. Da freue ich mich schon drauf und dann sehen wir weiter. Ja, also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.